einem unbekannten Land. Vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. Von der sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, freche, schlaue Biene Maya. Maya fliegt durch ihre Welt, zeigt uns das, was ihr gefällt. Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya. Diese kleine, freche, schlaue Maya. Maya, alle lieben Maya. Maya, 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 Maya. Erzähle uns von dir. Es ist schon wieder Zeit zum Aufstehen. Und Maya ist auch schon wieder weg. Und wenn ich heimkomme in den Stock, kriege ich eine Gardinenpredigt, weil ich wieder draußen geblieben bin über Nacht. Na, ich bin ja gespannt, ob ich die Maya wirklich finde. Wirklich. Maya, Maya, wo willst du denn hin? Das gibt's doch gar nicht. Irgendwie muss ich doch hier rauskommen. Was hast du denn vor, Kleine? Warum läufst du denn dauernd in der Hufspur hin und her? Was sagst du? Wieso Hufspur? Das ist doch der Abdruck von einem Pferdehuf, in dem du da rumläufst. Pferd? Was ist denn ein Pferd? Das ist ein Ding. Du weißt nicht, was ein Pferd ist, du machst aber halblang. Ich habe jedenfalls noch nie ein Pferd gesehen. Du vielleicht, ja? Das will ich meinen. Ich bin doch die Pferdefliege Johann, auch Bremse genannt. Was bremst du denn? Nicht, so nennen mich doch nur die Menschen. Aber komm mit, ich zeig dir ein Pferd. Maya, wo willst du denn hin? Ich geh nur ein Pferd ansehen. Was denn für ein Pferd? Du willst mich bloß wieder abhängen, das ist es nämlich. Will ich nicht, aber du bist doch ganz verschlafen. Werdest mal richtig wach? Kleine, wo bleibst du denn? Und du, bist du ein Freund von ihr, hä? Ja, ich bin der Willi und ich bin ihr bester Freund. Bring die Maya ja nicht irgendwo hin, wo es gefährlich ist. Sonst kriegst du es mit mir zu tun. Hast du mich verstanden, ja? Naja, ein bisschen gefährlich ist es vielleicht schon, aber... Ach was, mir passiert schon nichts, Johann. Warte hier in dem Kleefeld, bis ich wieder da bin, dann ja? Dann mal los, ich habe Appetit auf Pferdeblut. Nicht so schnell, ich komm nicht mit. Siehst du das große braune Tier da drüben? Das ist ein Pferd. Es ist ja riesengroß. Fliegen wir hin. Erstaunst du, was? Und wie viel Haare das hat? Ja, das ist das Fell. Alles Verwandte. Na, nicht alle, aber es sind natürlich alles Fliegen. So ein Pferd hat genug Blut für viele Fliegen. Vorsicht, der Schwanz! Was? Der Schwanz! Er schlägt mit dem Schwanz! Wenn er dich erwischt, bist du erledigt! Hab ich aber einen Schreck gekriegt, Johann. Kannst wieder rüberkommen. Die Gefahr ist vorbei. Im Moment jedenfalls. Bist du hier die Oberfliege? Ja, und du bist Willi, stimmt's? Wo ist die Maya? Achtung, der Schwanz! Nicht wie weg! Ja, ab jetzt, Schwanz hat mich erwischt. Hey, Willi, Willi, wo bist du? Willi, Achtung! Aus dem Weg, die Ameisen kommen. Da liegt eine Biene, mitnehmen. Zu Befehl. Nett, dass ihr mir helft, den Willi wegzubringen. Was soll denn das heißen? Wir helfen dir nicht. Nein. Du solltest wissen, dass wir Ameisen die Gesundheitspolizei sind und alle Toten beseitigen. Hey, Momentchen mal. Das ist ein Irrtum. Die kleine Biene ist nicht tot. Macht nichts, die stirbt schon noch. Das ist ja allerhand. Legt ihn erst mal hier hin. Wir können ihn später immer noch in die Speisekammer schaffen. Zu Befehl. Riecht nicht schlecht, sieht auch gar nicht übel aus. Wollen wir doch gleich mal probieren. Ja, wer beißt mich in die Zähne? Ja. Herr Oberst, er lebt ja noch. Was, er lebt noch? Ja, sowas. Ich werd verrückt. Was soll denn das? Was macht ihr? Und wo bin ich, wenn ich fragen darf? Im Königreich der Ameisen bist du. Ameisen? Was sind Ameisen? Ich glaube, du bist nicht ganz richtig im Kopf. Wo bitte?
Ich bin nicht ganz richtig im Kopf. Was heißt das, im Kopf? Leute, die nicht ganz richtig im Kopf sind, sind manchmal gefährlich. Vielleicht hat er das Gedächtnis verloren. Sowas gibt's. Sag mal, wer du bist und wie du heißt. Überlege. Wer ich bin? Ja, wer bin ich, wenn ich das wüsste? Du weißt nicht? Du weißt doch hoffentlich, dass du auch eine Ameise bist. Ja, natürlich. Gut, dass ich mir sagen. Dann ist jetzt aber Schluss mit der Faulenzerei. Ameisen sind fleißige Tiere. Fleißige Tiere, zu Befehl. Hey, Nick, hörst du? Ja? Die Larven können jeden Augenblick aus den Eiern schlüpfen. Du wirst die Wache übernehmen, hörst du? Das ist wirklich zu viel verlangt, Oberst. Ich kann mich kaum noch auf den Beinen halten. Oh, oh. Ah, die Larven schlüpfen, wenn ich nur wüsste, was ich mit den Dingern machen soll. Genau wie ich. Wenn ich aufwache, habe ich auch immer Hunger. Ja. Habt ihr Glück, dass ich so ein schlaues Kerlchen bin und weiß, was ich machen muss. Hey, beiß mir nicht in den Mund, aber ich kann Schnuller, in den man reinbeißt. Ah, die Kerle. Ah, kommst nicht raus. Warte, ich helf dir. So, ruck. Auf den Apfelmarsch, Marsch! Willi, du lebst also noch. Willi, ich bin's, Johann. Johann? Ich kenn keinen Johann. Aha. Maya! Johann! Ja, was ist? Ich habe gerade was Komisches erlebt. Ich habe eine Honigbiene gesehen, die sich in eine Ameise verwandelt hat. Und weißt du auch, wer das war? Dein dicker, fauler Freund. Mir scheint, bei ihm sind da einige Schrauben locker. Ach, da ist ein Großjunge. Willi! Willi, was machst du da? Willi! Willi, hörst du nicht? Also Willi, seit wann isst denn eine Biene Apfelstücke? Willi, ich bin's, die Maya. Die Maya? Wer ist das? Ich kenne keine Maya. Da habt ihr's. Ich sag doch, er ist verrückt. Irgendwas ist in seinem Kopf total durcheinander geraten. Ja. Der Ärmste. Wer weiß, vielleicht hat er durch irgendwas das Gedächtnis verloren. Willi. Du riechst prima nach Honig. Wenn wir Ameisen was Süßes finden, nehmen wir es immer mit in den Bauch. Du kommst jetzt mit in den Bauch, verstanden? Wenn ich dich mitbringe, kriege ich vom Ameisenoberst vielleicht einen Orden. Schrecklich, schrecklich, er redet nur Unsinn. Und dann muss ich auch nicht mehr die schrecklichen Larvenbabys füttern. Jawohl. Komm jetzt her, los. Willi, was redest du für ein Quatsch? Was ist denn bloß passiert? Ja. Wenn du mal ein Honig bist, musst du mich schon fangen. Du, warte. Liegt sie wieder. Halt, Augenblick mal. Du bist also eine Ameise, natürlich. Ja? So, wie kommst du denn dann, dass du fliegen kannst? Ameisen können nämlich nicht fliegen. Natürlich nicht. Ameisen können nicht fliegen. Oh, wei, das ist ein schwerer Reden Fall. Reden Sie mich nicht von der Seite an. Ich kenne Sie ja überhaupt nicht. Wer sind Sie denn? Na, aber ich bin doch Flip, Willi. Flip. Ich weiß, was man machen muss. Ihn an etwas erinnern, was er früher einmal erlebt hat. Eine gute Idee. Bestimmt wird er sich an unsere Lehrerin Fräulein Cassandra erinnern. Meinst du? Na, auf jeden Fall kannst du es versuchen. Hör mal, Willi, erinnerst du dich an ein Fräulein, das Cassandra geheißen hat? Cassandra. Cassandra, hast du gesagt? Ja, sie war deine und meine Lehrerin. Bei ihr haben wir alles gelernt, was kleine Bienen wissen müssen. Auch das Fliegen. Carusellandra, nein, Cassandra. Wenn ich denke, tut alles weh. Denk nach, Willi, denk nach. Du wirst dich doch an das Fräulein Lehrerin erinnern, das dir alles beigebracht hat, Willi. Eine Lehrerin? Naja, irgendwie. Nein, ich weiß nicht. Kasten, Kastagnetten. Cassandra. Wer ist Cassandra? Jetzt weißt du wieder, wer es war, ja? Ja, stellt euch vor, ich weiß es wieder. Cassandra ist eine Ameise und war meine Lehrerin. Oh nein, was machen wir nur, Flip? Was machen wir nur? Naja, wenn's auf die sanfte Tour nicht geht, müssen wir die Schockbehandlung machen. Na, wie ist es? Erinnerst du dich? Na, erinnerst du dich? Ja. Ja.
Ja, ja, ich erinnere mich jetzt, ja. Hurra! Hurra! Juhu! Also, woran erinnerst du dich? Dass ich als fleißige Ameise meine Zeit nicht vertrödeln darf. Hm. Maya, wir müssen uns damit abfinden, dass er eine Ameise ist. Was denn ein Nickerchen? Als fleißige Ameise darfst du niemals deine Arbeit unterbrechen, verstehst du? Ich kann nicht mehr. Ich bin vor Hunger umgefallen. Hunger? Das wäre möglich. Du hast ja seit heute Morgen nichts mehr gegessen. Hey, Nick, komm mal her. Was ist? Was soll ich, Herr Oberst? Der Dicke ist vor Entkräftung umgefallen. Gib ihm was Ordentliches zu essen. Dann komm mit in die Speisekammer, Willi. Los! Halt, lauf nicht weg. Ich bin zu schwach. Ich kann keinen Schritt gehen. Du musst mich tragen, Nick. Ah, auch das noch. Nein, nein, lass mich. Ich mag keine Schmetterlinge und Fliegen und Maden und so furchtbare Sachen. Merkwürdig, nein. Das schmeckt doch alles ganz wunderbar. Erdbeeren nicht und Schweizer Käse nicht. Nein, ja, was willst du denn? Na ja, ich kann es dir noch nicht mal übel nehmen. Nein. Man merkt denn, dass du eine Honigbiene bist. Hast du da irgendwas von einer Honigbiene gesagt, ja? Nein, ja. Da musst du dich verhört haben. Ich habe nur gesagt, dass du eine merkwürdige Ameise bist. Bin ich nun eine Ameise, eine B-Meise oder eine Biene? Willi, da bist du ja. Ja, dich habe ich doch auch schon irgendwo gesehen. Wer bist du denn? Wo willst du denn hin mit meinem Freund, Willi? Weiter. Na ja, ich... Hunger, ich habe Hunger. Hunger. Ich will ihm was zu essen geben, dem Willi. Weißt du denn, was er isst? Was willst du ihm denn geben? Na, was wird er schon fressen wollen? Honig natürlich. Aber wenn du ihm Honig geben willst, dann weißt du doch genau, dass Willi keine Ameise ist. Ja, jetzt tut mir wieder der Kopf so weh. Was soll denn der ganze Zirkus, hm? Wir Ameisen essen auch manchmal Honig, wenn wir welchen kriegen. Ja, wenn ihr welchen kriegt. Du, Flip? Immer zur Stelle, meine kleine Freundin, um auf den Honig zurückzukommen, den die Ameisen essen. Das könnt ihr natürlich nur, wenn ihr ihn irgendwo stibitzt habt. Du willst uns Ameisen doch nicht etwa Diebe nennen. Das nimmst du auf der Stelle zurück. Die Bienen dagegen machen den Honig. Wenn sie in eine Blüte kriechen, saugen sie nicht nur den Nektar auf, sie nehmen an ihrem Körper auch den Blütenstaub mit. Und das ist wichtig. So helfen wir nämlich, die Blüten zu bestäuben. Wenn wir das nicht machen würden, könnte aus einer Blüte nie eine Frucht werden. Habt ihr das verstanden? Ja? Oh. Die sind ja alle weg. Die Pferdebremse Johann auch. Aber Willi haben sie dagelassen. Vielleicht haben sie ja recht. Ich meine, vielleicht bin ich wirklich eine Honigbiene, wer weiß. Du bist eine, Willi. Ja? Ah, Honig. Ja, ja, jetzt weiß ich es wieder. Bin doch eine Biene. Maya, Maya, wo bist du? Immer dasselbe, sie ist schon wieder weggeflogen. Hier bin ich, Willi, hier, hier. Zum Schluss hat unser Willi also doch noch sein Gedächtnis wiedergefunden. Es ist ihm eingefallen, dass er eine Biene ist. Doch nur wissen, wo Maya sich jetzt wieder rumtreibt. Wo ist denn die Maya? Ach, ich glaube, ich weiß, wo wir nach ihr suchen müssen, Willi. Bei dem Haus da drüben. Ach so, will sie immer noch die Menschen kennenlernen, hm? Es scheint so. Ich habe gestern übrigens wieder eine 5 im Fliegen gekriegt. Du dürftest eben nicht so viel essen und müsstest mehr üben. Wollen wir doch mal sehen, ob wir sie nicht finden. Warte, komm mit. Halt, warte, ich kann nicht so schnell. Du weißt doch, dass ich nie richtig gelernt habe. Diese Fliegerei. Mami, was ist denn das? Draußen am Blütenblatt krabbelt irgendwas rum. Wo ist er jetzt? Guten Morgen. Hallo, ich habe guten Morgen gesagt. Ach du Ärmste, bist du stumm? Was machst du da, hm?
Weil ich wache, das siehst du doch, ich trinke. Komisch, du hast genau solche Flügel wie ich. Bist du vielleicht auch eine Biene? Na, du bist wohl noch nicht weit rumgekommen, sonst wüsstest du, dass ich eine Fliege bin. Eine Fliege? Und Fliegen haben genau solche Flügel wie wir? Dann sammelst du wahrscheinlich auch Honig. Sag mal, du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Wie? Sehe ich so aus, als würde ich Honig sammeln? War ja nur eine Frage. Was isst du denn? Was ich esse alles, was ich finden kann. Aber wenn wir schon miteinander reden, kann ich mich ja auch vorstellen. Ich bin die Stubenfliege Puck. Aha. Und ich bin die Maya. Aha. Eine Maya bist du. Habe ich noch nie gehört. Ich nehme an, sowas Ähnliches wie eine Gallwespe, ja? Was? Eine Gallwespe? Naja, auf den ersten Blick hätte ich ja auch gedacht, dass du eine Biene bist. Aber dafür bist du doch ein bisschen sehr klein geraten. Du frecher Kerl, du! Ich bin eine ganz echte Honigbiene und das werde ich dir gleich beweisen, mein Lieber! Nein, ich werde mich wüten. Stich mich nicht, stich mich nicht. Jaja, erst bist du frech und dann hast du Angst, du dicker Brummer. Warum willst du mich stechen? Ich hab dir doch nichts getan. Ihr denkt alle, nur weil ich noch so klein bin, könnt ihr frech zu mir sein. Aber das lasse ich mir nicht gefallen. Warte nur, ich kann dich schon. Die ist wirklich sauer, wie es scheint. Oh, lass mich. Ich hab keinen Stachel, ich kann mich nicht wehren. Aber eine große Klappe hast du dafür, verpasst ich dir eins. Na gut. Biete dir bloß nicht ein, dass du mir entwischen kannst. Gleich hab ich dich! Oh, da ist sie schon wieder. Ich hab die Kleine unterschätzt. Ich hab gedacht, ich könnte sie viel schneller abschütteln. Du kannst einen ja schlimmer verfolgen als ein Mensch mit einer Fliegenklatsche. Na, hast du nun kapiert, dass man sich mit niemandem einlassen soll, der stärker und klüger ist als man selbst? Sag bloß, du hast schon mal einen Menschen gesehen. Ha, ob ich schon mal einen Menschen gesehen habe? Na, so eine Frage. Hör mal, Süß, ich bin schließlich eine Stubenfliege. Und ich kenne die Menschen und ihre Welt wie meine eigene Westentasche. Was, du kennst die Menschen? Selbstverständlich. Ich habe ja schon als Maad in einem Harzer Käse bei den Menschen gelebt. Ihr Honigbienen sollt euch sogar von den Menschen züchten lassen und freiwillig bei ihnen leben. Und sammelt sogar für sie Honig. Also da muss man schon ziemlich bescheuert sein, wo sie doch einem stets nach dem Leben trachten. Und Fliegen jedenfalls. Du, Puck, wenn ich dich in Frieden lasse, zeigst du mir denn einen? Hä? Ja, ich recht, also Einfälle habt ihr Bienen. Aber wenn du willst, da drüben wohnt einer. So sehen sie aus. Komisch, nicht? Warte, ich zeig dir alles. Ich muss mich nur erst ein bisschen zurecht machen nach der anstrengenden Verfolgungsjagd. Du kannst froh sein, dass du mich getroffen hast. So gut wie ich kennt niemand die Menschen und ich weiß auch, wie gefährlich sie sind, verstehst du? Ja, da sitzt er ganz ruhig da. Schlafen nennen sie das. Aber bevor wir uns den angucken, sehen wir uns erst einmal ein bisschen im Haus umkommen. Da steht ein Fenster offen. Ich kann nicht rein. Das ist die Scheibe. Hier unten rein. Na, wie gefällt dir mein Zuhause? Das ist ganz anders als draußen auf der Wiese. Was sind das für komische Blumen da oben? Das sind keine Blumen. Das sind Flaschen und Töpfe. Das ist eine Rose. Na ja, hin und wieder wachsen noch Blumen im Zimmer. Ist ja alles sehr komisch, aber schön. Was ist denn das? Hä? Auch so eine Art Topf, den sie Flasche nennen. Da drin ist ein rotes Wasser. Wenn sie davon sehr viel getrunken haben, trinken sie selber einen roten Kopf und wackeln hin und her und singen manchmal. So was machen die? Na ja, es sind merkwürdige Geschöpfe. Die Stelle hier nennen sie Herd. Da ist es im Winter schön warm und über dem Feuer hängt ein Topf, in dem sie rühren. Und was sie da zusammengerührt haben, essen sie dann. Das da ist ein Tisch. Das ist mir der liebste Platz im ganzen Haus. Hier gibt's immer was zu naschen. Was ist das? Ein Käse. Probier mal. Wundervoll. Eine ganz besonders gute Sorte. Ach, da bist du. Schweizer Käse ist doch der beste. Das schmeckt dir, es riecht aber nicht besonders gut. Oh ja, für eine Fliege schon. Nein, es stinkt. So, jetzt habe ich mich erstmal gestärkt. Jetzt zeige ich dir den Menschen. Ja, schnell. Komm nur, komm. Der schläft fest, den ärgern wir ein bisschen. Wo bist du? Ich war in seinem Nasenloch, er hat mich eingeatmet. Hey, aufgewacht, alter Schnarchsack.
Du bist aber ganz schön frech. Hast du keine Angst vor ihm? Nö, nicht, wenn er schläft. Hopp. Da ist er. Schnell da rein in die Ritze. Er hat schon die Fliegenklatsche hochgehoben. Gleich wird er zuschlagen. Na bitte, da hast du deinen Menschen. So schlimme Sachen macht er den ganzen Tag und alles nur, weil ich mal ein bisschen von seinem Käse nasche. Da ist er ja noch. Hat er auf uns gewartet? Er ist wie du. Wenn er erst mal hinter jemand her ist, gibt er nicht so schnell auf. Dich daneben ist auch vorbei, Opa. Verflixte Fliegen. Ja, ja, komm nur mit deiner alten Fliegenklatsche, Opa. Ich hätte es an deiner Stelle schon längst aufgegeben. Daneben. Oh, jetzt ist brenzlig. Wiedersehen. Oh, Puck ist weggeflogen. Jetzt aber schnell hinterher. Aha, noch eine. Er hat das Fenster zugemacht. Schöne Bescherung. Trotzdem muss ich hier rauskommen. Fräulein Cassandra hat immer gesagt, dass die Menschen die Tiere lieben. Wahrscheinlich hat sie den bösen Opa hier nicht gekannt. Er kommt immer näher. Gleich hat er mich. Was soll ich denn nur tun? Wäre ich nur nicht hier reingekommen. Und wie gemein er ist. Er ist so groß und ich bin so klein. Warum kann er mich nicht in Ruhe lassen? Na sowas. Meine Augen werden auch immer schlechter. Hätte ich doch um ein Haar einen Biene totgeschlagen. Nein, nein, keine Angst, meine Kleine. Hab keine Angst, kleine Biene, ich tu dir nichts. Du sammelst doch Honig für mich. Komm, ruh dich auf der Rose hier ein bisschen aus und erhol dich von dem Schreck. Hast wohl immer noch Angst vor mir, was? Nein, nein, das brauchst du nicht. Aber du bist ja selber schuld. Warum musstest du auch mit der frechen Fliege im Zimmer rumschwirren? Sieh mal da oben, der Honig. Nun glaubst du mir wohl, dass ich einer Biene nichts tue, wo ich so gerne Honig esse. Hör zu, wenn du willst, kannst du auch gerne bei mir bleiben. Kriegst auch jeden Tag ein paar Tröpfchen Honig. Ja? Aber wahrscheinlich fliegst du viel lieber draußen herum und sammelst Honig und Blütenstaub, hm? Tja, dann wollen wir mal wieder das Fenster aufmachen und dich rauslassen, wie? Hm? Er macht's wirklich auf. Ja? Flieg raus. Ich bin wieder frei, frei! Ach, bin ich froh. Und so schlimm, wie ich gedacht habe, sind die Menschen gar nicht. Sie sind sogar ganz lieb. Natürlich, wenn man sie immer so ärgert wie der Puck, dann ist das was anderes. Hallo, Maya. Hallo, Flip. Na nun, erzähl mal, wie war denn deine erste Begegnung mit den Menschen? Haben sie dir gefallen oder nicht? Die Menschen sind sehr nett. Naja, also ich möchte mich dazu nicht äußern. Meine Erfahrungen sind nicht ganz dieselben. Wieso? Der alte Opa hat mir das Fenster aufgemacht. Und er war überhaupt nur böse auf mich, weil ich ihn vorher zusammen mit der Fliege Puck geärgert habe. Es hat Spaß gemacht, aber natürlich hat es ihn geärgert und er hat uns gejagt mit der Fliegenklatsche. Das siehst du. Naja, das war ja auch nicht richtig. Allerdings nicht. Ich soll dich übrigens schön grüßen von deinem Freund Willi. Er wollte dich heute Morgen in deinem Schlupfwinkel im Astloch besuchen, aber da warst du schon weg. Spionierte Willi hinter mir her? Oh nein, der Willi würde sowas nie machen. Mach's gut, Flip. Und wenn du den Willi siehst, sag ihm, er soll nicht immer so weit hinter mir herfliegen. Es reicht schon, wenn die im Stock auf mich böse sind. Ja, ist gut. Wir sehen, Flip. Mach's gut, Maya. Und pass auf, dass dir nichts passiert. Thank you.
Also manchmal tut man ja Dinge, von denen man gar nicht weiß, warum man sie eigentlich tut. Zum Beispiel frage ich mich immer, warum ich noch hinter dieser kleinen Biene her bin. Eigentlich geht sie mich doch nichts an, aber einer muss sich ja um sie kümmern. Und da bin ich halt der Richtige mit den Riesensprüngen. Und außerdem habe ich etwas zu tun. Ohne Aufgabe ist das Leben so langweilig. Für einen so fabelhaften Grashüpfer wie mich ist es natürlich überhaupt kein Problem. Ja, sag mal, was treibst du denn da, Willi? Ein merkwürdiges Benehmen für eine Biene. Ach, du bist es, Flip. Falls du es nicht wissen solltest, du hast auf dem Rücken zwei so Dinger, die man Flügel nennt und damit kann man fliegen. Erstens kann ich sowieso nicht gut fliegen und zweitens habe ich viel zu viel Hunger. Ja, hat's denn bei euch zu Hause nichts gegeben? Wir hatten uns da ausdrücklich nach dem Essen hier verabredet, Willi, dass du dich nie an etwas halten kannst, was man bespricht. Doch, ich weiß, ich hab's nicht vergessen. In der Schule wundern sich immer alle über mein gutes Gedächtnis. Das erzählst du zwar immer wieder, aber langsam glaube ich an das Märchen von deinem guten Schüler nicht mehr, Willi. Wenn du wirklich so klug wärst, würdest du auf eine Blume fliegen und dich satt essen. Das ist ja das Dumme. Ich finde nirgendwo welche. Ja, sag mal, lernt ihr denn in der Schule nicht, wie man Blumen sucht? Bei euch Grashüpfern ist das alles viel einfacher als bei uns Bienen. Ach, wenn ich so einen Quatsch schon höre. Ich bin so K.O., ich muss mich hinlegen. Darf ich dich darauf aufmerksam machen, dass du bereits liegst? Wenn die großen Bienenblumen gefunden haben, tanzen sie in der Luft. Das sieht dann aus wie eine Acht. Sie tanzen. Und wozu soll das gut sein? Na ja, damit geben sie uns anderen die Richtung an, wo wir die Blumen finden. Na also, ist doch alles wunderbar geregelt. Dann verstehe ich nicht, warum du keine Blumen findest, Willi. Weil ich in der Schule nicht aufgepasst habe und jetzt weiß ich nicht, wie eine Acht aussieht und darum muss ich verhungern. Naja, ich weiß zwar, wie eine Acht aussieht und ich kann auch ein bisschen tanzen. Trotzdem kann ich dir nicht helfen. Du musst schon ohne mich fertig werden, mein Junge. Flip, sagt der Maya, wenn du sie siehst, dass ich hier sitze und wenn sie mich nochmal lebend sehen will, soll sie schnell vorbeikommen. Sicher mache ich. Ich werde ihr sagen, dass du kurz vorm Sterben bist. Hör mal, Schlaumeier, da drüben sehe ich eine schöne Blume. Vielleicht versuchst du doch noch dahin zu kommen. Na sowas. Warum sagte das nicht gleich der dumme Flip? Da ist sie ja. Prima, ich hab's wirklich noch geschafft. Endlich krieg ich was zu essen. Na, was ist denn das für eine Art, anständige Leute beim Mittagessen zu stören? Verschwinde, du kleiner Rüpel, aber auf der Stelle. So ein kleiner Strolch. Bitte, Frau Hummel, geben Sie mir doch ein bisschen was ab. Ich habe seit gestern nicht mehr zu essen gehabt. Ich möchte wissen, was mich das angeht. Nur ein paar Krümelchen Blütenstaub, bitte, bitte. Die Zeiten sind hart. Da muss jeder für sich selber sorgen, Kleiner. Ja, sowas habe ich auch mal in der Schule gelernt. Und in der Prüfung dafür eine 1 bekommen. Du musst aber noch lernen, jemand anderen was wegzunehmen, wenn es nötig ist. Musst ja nicht gerade bei mir anfangen. Oh, not mir der Magen. Und jetzt Not und Not. Ich habe so einen Hunger, dass ich schon nicht mehr richtig gucken kann. Da ist doch einer. Willi! Das klingt, als ob es die Maya ist. Willi, was hast du denn? Warum wackelst du so hin und her? Du liebe Zeit, ich bin dran. Ich bin schon verrückt. Willi, was ist los? Was redest du da für ein dummes Zeug zusammen? Sie ist es natürlich nicht. Das meine ich bloß, weil ich gleich sterben muss. Aber trotzdem, ich werde jetzt an das denken, was die Hummel gesagt hat. Also Willi, ich verstehe kein Wort von allem. Ich tue es nicht gerne, aber man muss es tun, wenn es nötig ist, weißt du? Ach du Schreck, was habe ich gemacht? Das war ja wirklich die Maya. Na, das ist wohl der Gipfel. Erst schlägst du mich und jetzt fragst du, was los ist. Ich wusste ja nicht. Willi, was hast du? Wenn du willst, lass ich dir das sage, hol mir schnell was zu essen. Hier ist noch mal eine große Portion. Du, Willi, sollst du mich etwa zurückholen? Wie kommst du denn darauf? Na ja, die würden sich schon alle sehr freuen, wenn du wiederkommst. Aber... Nein, du kannst ihnen einen schönen Gruß sagen. Vielleicht komme ich irgendwann mal wieder. Aber das dauert noch eine Weile. Sag ihnen, ich habe noch lange nicht alles gesehen, was ich gerne sehen möchte. Und so lange komme ich auch nicht heim. Zu schade, dass du so faul bist und dass du dir immer einredest, dass du nicht fliegen kannst. Zu zweit wäre nämlich alles noch viel schöner. Schlaf, Kindchen, schlaf. Dein Vater hüt dich. Hörst du's? Die Frau Rüsselkäfer singt ihr Baby in Schlaf. Tag, Frau Rüsselkäfer. Wo ist denn ihr Baby? Da drin in der Wiege.
Und wir kriegen bald noch eins. Siehst du, da oben mein Mann, der macht schon eine neue Wiege. Komm mit, wir schauen zu, wie der Rüsselkäfer seine Wiege baut. Siehst du, zuerst macht er so einen kleinen Schlitz ins Blatt, auf der rechten und auf der linken Seite. Die Blattrippe in der Mitte bleibt stehen. Dann nimmt er die beiden Seiten und rollt sie zur Mitte hin zusammen. Wir haben viele Kinder. Mein Mann baut im Jahr bis zu 50 Wiegen. Aber er tut es gern. Er ist genauso kinderlieb wie ich, weißt du? Das Mensch, passt sie auf! Oh, Hilfe! Hilfe! Helft mir! Na, endlich habe ich mal Glück. Was es heute zum Abendessen gibt, das weiß ich. Nein, nein, lassen Sie mich. Mach nicht so ein Theater. Du bist doch alt genug, um es zu wissen. Fressen oder gefressen werden, mein Herzblatt. Also hör auf zu schreien und herumzuzappeln. Es hilft dir sowieso nichts. Du ruinierst mir höchstens mein schönes Netz. Sie hat zu Hause ein Baby. Ja, dein Baby. Ja, und? Soll ich deswegen verhungern? Hast du mir einen Ersatz für sie anzubieten? Wenn du mir einen Ersatz hier lässt, lasse ich die Käfermutter wieder frei und sie kann zu ihrem Baby. Was für ein Ersatz? Bis mir die Käferfrau ihren Mann zum Abendessen gebracht hat, könntest du zum Beispiel hierbleiben als Geisel. Na gut, meinetwegen. Ich bleibe hier als Geisel, bis die Käferfrau, die ihr Mann, wiedergekommen ist. Ha! Na, sowas muss man erlebt haben. Ist das dein Ernst? Nein, Maja, mach es nicht, Maja! Sie hat's doch gemacht, die Dumme. Jetzt hat die Spinne sie. Wenn die Sonne den Berg gerade berührt hat, müsst ihr zurück sein. Länger warte ich nicht. Verlass dich auf mich, Maja, wir werden zurück sein. Brauchst gar nicht wiederzukommen. Honigbienen esse ich sowieso lieber als Rüsselkäfer. Dass die Strafe dafür, dass Maja ausgerückt ist und ich ihr dabei geholfen habe. Oh, Inke, Hilfe, Hilfe, ich kann nicht mehr fliegen. Weil ich vorhin so viel gegessen habe, bin ich zu schwer. Na, was ist passiert, Schlaumeier? Ach sowas, das ist ja, du bist es, Flip. Wie er das wohl rausgekriegt hat. Was ist denn? Aua, mein Hintern. Ich habe auf deinen Füßen gesessen und dann hast du die Füße plötzlich weggenommen. Und das ist ganz gemein von dir, damit du es nur weißt. Ich will dir was sagen. Das nächste Mal, wenn du wieder von oben durch die Luft herunterpurzelst, mein Lieber, sieh dir gefälligst vorher an, wo du landest. Halt, Flip, warte. Ja, warum? Was gibt's denn noch? Komm noch mal her, Flip. Bin ja schon da. Also, wo brennt's denn? Schieß mal los. Die Maja ist von der bösen Spinne Thekla gefangen worden. Was sagst du da? Maja gefangen worden? Hey, Flip! Schnell, hol sie raus da. Hol sie raus. Pass auf, Maja. Ich komme und zerreiße das Netz. Nein, bitte nicht. Maja. Achtung da. Ich lande. Ich bin als Geisel hier, Flip. Was? Ja. Man soll es nicht für möglich halten. Sie ist für die Käferfrau, die Spinne gefangen hat, da geblieben. Die Sonne steht schon verflixt tief. Und wenn die Käferfrau nicht rechtzeitig ihren Mann findet und nicht wieder zurückkommt, wird es ein böses Ende nehmen. Es muss aber nicht sein, weil es auch ein Sprichwort gibt. Ende gut, ganz noch besser. Ja, du hast gut schwätzen. Vor ein paar Minuten hast du noch gezittert wie Espenlaub und jetzt wirst du auf einmal schon wieder frech. Hast du plötzlich keine Angst mehr? Natürlich nicht, weil dir bestimmt was einfallen wird, wie wir die Maja retten können. Was heißt wir? Naja, dir fällt was ein und ich pass auf, dass du es auch richtig machst. Also Nerven hat dieser Bengel. Nein. Also Maja, Schluss jetzt mit den Dummheiten. Glaub nicht an ein Versprechen, das dir diese böse Spinne gegeben hat. Halt du dich da gefälligst raus, du heimatloser Grashüpfer, du. Ach, hören Sie. Ich vertraue der Käferfrau. Ja, hast schon recht. Bleib du nur schön da, dein Kind. Und wenn schief geht, muss ich eben für meine Dummheit bezahlen. So wird es wohl werden. Du glaubst doch nicht, dass ich das jemals zulassen werde. Du bleibst hier, damit sie nicht so alleine ist. Wenn die Sonne den Berg gerade berührt, bin ich wieder zurück. Verstanden, du? Es muss einfach gut gehen. Sie darf für ihren Mut nicht noch bestraft werden. Wenn ich nur erst das Käferpaar gefunden habe, gemeinsam wird uns schon was einfallen. Immerhin könnte den beiden ja was zugestoßen sein. Was dann? Flip, dann sitzen wir aber schön in der Patsche. Ach was, erst wollen wir mal weitersuchen. Hat irgendjemand ein Käferpaar gesehen? Ich suche ein Käferpaar, ein Käferpaar, ein Käferpaar. Die Sonne am Bergrad. Oh nein, ich habe zu viel Zeit mit der Suche nach dem Käferpaar vertrödelt. Oh nein, wo war jetzt das Spinnennetz? Ach was, ich spring einfach da los. Frau Spinne, Sie sehen doch nicht etwa, dass die Sonne schon am Berggrat ist. Was soll ich sehen?
Die Alte sieht nicht mehr gut. Wir kommen, Maja. Gleich sind wir da, Kind. Ach, bin ich froh. Jetzt braten wir einen Storch. Die beiden kommen tatsächlich. Gleich bist du frei, Maja. Ich komme. Liebster. Ich bin unzufrieden, du böses Weib. Und ob ich zufrieden bin? Jetzt habe ich mein Mittagessen für morgen auch los. Jetzt gib die Kleine frei. Sie ist vor Schreck ohnmächtig geworden, das arme Ding. Für wie dämlich willst du mich eigentlich? Warum soll ich jemanden freilassen? Da. Flip, hörst du das? Ach du Schreck, der ist auch wieder da. Flip, da bist du ja. Los jetzt mit dem Zirkus. Das ist aber ein großes Netz. Kannst du das zerreißen? Das wirst du gleich sehen, ob ich kann. Was fällt denn ein? Der kommt gerade auf mich zu. Hilfe! 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 Mein Faden ist zerrissen. Die Falle! Ich auch, meine gnädigste. Die hat euch ja hübsch eingewickelt. Naja, es ist ja alles noch mal gut gegangen. Ja, danke. Sie, Herr Nachbar, kommen Sie zu sich. Die Alte ist weg. Liebster. Maja. Also eins muss man sagen. Hut ab vor den beiden, dass sie freiwillig wiedergekommen sind. Maja. Ja, was ist? Wie soll's denn nun weitergehen? Komm wieder mit nach Hause, Maja. Ein Sprichwort sagt, vergiss die Heimat nicht. Na, nun nimm dich mal ein bisschen zusammen, Willi. Auch wenn ich nicht mitkomme, Willi, hör bitte auf zu weinen. Aber sowas wie heute kann dir noch oft passieren. Die Welt ist voller Gefahren. Ja. Willst du trotzdem hier draußen bleiben? Nein. Tja, so ist sie nun mal, unsere Maja. Alles Gute für eure Babys. Wiedersehen. Danke, Maja. Dir auch alles Gute und glaub nicht, dass du mir entwischt. Ich finde dich schon. Warte, Flip, warte, ich komm mit. Schnell, schon schlimm. Eine Hitze heute. Nanu, da stimmt doch was nicht. Was ist da los? Warum flimmert mir so vor den Augen? So was habe ich noch nie erlebt. Ja. Muss ich schon am frühen Morgen so einen Krach machen? Guck mal da hinten, siehst du, wie das flimmert? Ach, du Schreck, da muss ich irgendwo brennen. Was heißt denn brennen? Na, da ist ein Feuer. Du meinst mit Flammen und so? In der Schule haben wir doch gelernt, dass wir um jedes Feuer einen großen Bogen machen sollen. Das guck ich mir mal an. Nein, bleib da, bei was Gefährlichem, da glaubt man den Großen schon mal und macht einen großen Bogen drum. Ach, das plappert und plappert, wenn das nur nicht wieder der Willi ist. Du bist es, Flip, komm, das musst du dir ansehen. Ach, lass mich doch in Ruhe, ich hab ja noch nicht mal gefrühstückt, Kind. Es ist ja bloß, weil Willi behauptet hat, dass es da hinten brennen würde. Was, ein Feuer? Du musst schon mal hochhüpfen, wenn du es sehen willst. Unsinn, da brennt nichts, die Hitze flimmert. Was? Ja, wenn die Sonne so heiß scheint, wird die Luft warm und wenn man dann wohin schaut, sieht's aus, als ob alles hin und her wackeln würde. Genau, und da darf man nicht nah ranfliegen. Und du hast gesagt, dass es dort brennt. Na und? Ein altes Sprichwort sagt, jeder kann sich mal irren. Hast das Hitzeflimmern für ein Feuer gehalten, wie? Ja. Aber ganz im Vertrauen, ich bin auch schon mal drauf reingefallen, Willi. Seid mal still. Ja, hört ihr das? Ja, ist einer. Da weint jemand, nicht wahr, Flip? Es ist da drüben. Ich geh mal nachsehen. Da will ich mal hinterher, wer weiß, was die wieder anstellt. Tagchen, Leute. Na, was haben wir denn heute wieder für ein Problem? Man stellt sich vor, wenn man irgendwo reinplatzt. Was, Sie kennen mich nicht, meine Verehrteste? Ich bin Flip, der Grashüpfer. Ja, ja, ich komme hier selten vorbei, aber eigentlich sollte man mich kennen. Der ganze Wald spricht doch davon, was ich für große Sprünge mache. Komisch, dass Sie davon nichts wissen. Für mich sind Sie ein Landstreicher und Vagabund. Leute, die große Sprünge machen, sind mir immer verdächtig. Unser Flip ist ein prima Kerl. Sagt uns lieber, warum die Schneckenkinder geheult haben. Ihre Mutter ist der Meinung, dass sie groß genug sind, um das Nest zu verlassen. Natürlich sind die Kleinen nicht erbaut davon. Das Nest verlassen? Was soll denn das heißen, Flip?
Wie soll ich dir das erklären? Das sagt man so, wenn Kinder alt genug sind, um sich von ihren Eltern zu trennen und allein in die weite Welt gehen. Sie können ja nicht immer bei ihren Eltern bleiben. Schick uns nicht weg, Wovor habt ihr Angst? Habe ich euch als gute Mutter nicht alles beigebracht, was ihr als kleine Schnecken wissen müsst? Ihr habt euer eigenes Haus mit und seid schließlich alt genug, um euch euer Fressen selbst zu suchen. Wir wollen aber nicht mehr weg. Fiedelt da jemand? Ja, hört sich so an. Meine Damen und Herren, ich habe mir erlaubt, für die kleinen Schneckenkinder ein Abschiedslied zu spielen. Und weil es euch anscheinend so gut gefallen hat, noch eine kleine Zugabe. Ah, die grässliche Violinspinne! Na, was ist? Stimmt irgendwas nicht? Fühlen Sie sich nicht wohl? Sie wissen doch ganz genau, dass es einem bei Ihrem Gegeigen ganz schwummerig wird. Darum geigen Sie auch, damit Sie unser eins leichter schnappen können. Hm? So eine Unverschämtheit. Ich liebe die Musik. Dann fiedeln Sie doch bei sich zu Hause. Ihr scheint alle kein Ohr für wirklich gute Musik zu haben. Ich habe für die Kleinen, die in die Fremde müssen, mein schönstes Lied gespielt. In die Fremde müssen, wie sich das nur anhört. Glauben Sie ja nicht, dass ich mich leicht von Ihnen trenne. Aber irgendwann muss es eben sein. Aber ja, wie sollen denn aus Ihnen richtige Schneckenmänner werden, wenn Sie immer am Häuschen Ihrer lieben Mutter kleben? Nur frisch drauf los, ihr meine Kleinen. Kommt, kommt. Zeigen Sie uns den Weg, Frau Spinne? Nein, geht nicht zu ihr hin. Die kenne ich. Die will euch bloß weglocken und kann auffressen. Das ist nämlich eine ganz schlimme. Da dürft ihr nicht über den Weg trauen. Ja, ja, trau, schau sie. Kommt nur wieder raus, meine Kleinen. Sie ist weg. Was für eine widerwärtige Person. Und solche wie Sie gibt es viele in der Welt. Wollen Sie sich die Sache nicht noch einmal überlegen, Frau Schnecke, und Ihre Kinder noch ein bisschen bei sich behalten? Bravo, Philipp, bravo. Ein altes Sprichwort sagt, Eile mit Beile, und das stimmt. Oder? Wie wär's, wenn wir darüber abstimmen? Es sind schließlich Ihre Kinder. Wer dafür ist, dass sie da bleiben, soll die Hand hochheben, ja? Ich bin ja auch der Meinung, dass es dazu noch zu früh ist. Ja. Hab ich einen Hunger. Brombeeren. Oh, es wird ja so warm am Po. Aui! Es brennt, es brennt. Ein Feuer. Diesmal brennt es aber wirklich. Maja, ein Feuer da. Ein Feuer? Ja, da hinten. Siehst du's? Ach, das ist doch nur so ein Flimmern von der Hitze. Nein, diesmal nicht. Es brennt wirklich. Klar? Ja, das sind die Flammen. Schnell weg, Maja, sonst verbrennt uns noch. Schnell, Kinder, schnell. Halt, da geht's nicht weiter. Da laufen wir genau ins Spinnennetz rein. Zurück, zurück. Drehen Sie um, Frau Schnecke, da geht's nicht mehr weiter. Kommt nur, kommt, meine Lieben. Mami, wir haben Angst. Von hinten kommt das Feuer und vorn geht nichts weiter. Da lauert die Spinne. Tja, Maja, was machen wir nun? Ich weiß auch nicht, Flip. Ich bin von der Hitze ganz dumm im Kopf. Na. Aber hier ist guter Rat wirklich teuer. Dann wollen wir der Alten mal auf die Pelle rücken. Donnerwetter! Ich hänge fest. Na, das gibt's doch nicht. Ich werde doch wohl noch aus so einem blöden Netz. Ja, das ist kein gewöhnliches Netz. Weiß der Kuckuck, wie die Alte das gewebt hat. Es ist ungeheuer fest. Nicht mal ich krieg es kaputt. Es ist auch doppelt gewebt und dreifach gezwirrt. Ja, lachen Sie nur. Uns fällt schon was ein. Es gibt nur eine Rettung. Wir müssen übers Wasser. Schnell an Land. Ich hab eine Idee. Da bin ich gespannt, was du ausgebrütet hast. Los geht's. Warte, Maja, warte. Wo willst du hin und was hast du vor?
Na, ganz einfach. Wir müssen darüber das Feuer löschen. Was das Kind uns nur alles einbrockt, jetzt muss ich auch noch Feuerwehr spielen. Hilf uns, Maya! Was hiervon nöten wir, wäre eine Feuerwehr mit einem langen Schlauch. Machen wir uns doch einen langen Schlauch. Ja, schnell. Nun, was machen die denn da? So, so, sie haben eine Wasserleitung gebastelt, die fleißigen Ameisen. Ein Schlauch. Jetzt müsste bloß noch einer kommen, der weiß, wie man Wasser reinpumpt in den Schlauch. Das werden die kleinen Ameisen niemals schaffen. Aber wenn wir uns alle zusammentun würden, vielleicht schaffen wir es. Hört mal alle her. Schleppt Blätter voll Wasser hierher zu uns. Machen wir! Kommt, ich zeig euch, wie ich mir denke. Ich angefasst, alle Mann. Vielleicht gar keine schlechte Idee. Ich sollte auch was unternehmen. Wir müssen uns irgendwelche Behälter zum Wasserschleppen basteln. Halt, halt! Da geblieben, Maya! Wozu denn welche basteln, wenn da schon welche hängen? Da sind Würmer drin, nicht wahr? Larven. Egal, die müssen raus. Wer macht denn da meinen Deckel auf? Wisst ihr nicht, dass der zubleiben muss? Nicht böse sein, kleine Larve. Aber wir brauchen deinen Beutel für alle. Was? Beine. Kriegst ihn schon wieder, wenn wir ihn nicht mehr brauchen. Na Schwenk, wir schaffen es nicht. Aber da ist das Netz. Wie sollen wir an dem Netz vorbei? Aber gibt es keinen anderen Weg. Es hilft nichts. Wir müssen darüber. Einen anderen Weg gibt es nicht, meine Kleinen. Euer liebes Mütterchen hat ja so recht. Es ist der einzige Weg, meine Kleinen. Kommt, 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 meine Kleinen. Kommt, 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 kommt. Das Feuer kommt immer näher. Das Feuer, Mami, das Feuer. Mami. Warte, Mami, warte. Mami. Friss mich, aber lass meine Kinder durch. Nein, Mami, nein! Halt, Frau Schnecke, halt! Nicht weiter! Schämen Sie sich gar nicht! Sie wollen die arme Mutter zwingen, dass sie sich für ihre Kinder opfert? Jawohl, schämen Sie sich! Was redet ihr da? Ich muss auch leben. Wenn ich mit jedem Mitleid hätte, wäre ich schon längst verhungert. Ja, ja, schon gut, aber mach es kurz, ja? Nein, Mami! Bleib bei dir! Nein! Tja, was tun? Die böse Spinne wird kriegen, was sie will. Komm schnell her, Flip. Bring auch die anderen mit. Guck mal. Was ist, Maya? Das ist ein Damm. Wenn wir den kaputt machen, wird das Wasser alles überschwemmen und das Feuer ist gelöscht. Die Idee ist ganz gut, aber ich glaube nicht, dass wir es schaffen, Maya. Es ist jedenfalls den Versuch wert. Los! Genau. Das Feuer ist ausgelöscht! Ja, das Feuer ist gelöscht! Sie hat es geschafft! Habt ihr es noch nicht gemerkt? Das Feuer ist aus! Wir sind gerettet! Krötenbein und Spinnensaft! Nie hätte ich geglaubt, dass die mir doch durch die Lappen gehen! Ja, es gibt eben Tage, da hat man nur noch Pech! Und eines wollen wir doch merken. Was einer von uns nie geschafft hätte, uns allen gemeinsam ist es gelungen. Wir haben die kleinen Schnecken gerettet. Ach übrigens, was wird nun mit Ihnen, Frau Schnecke? Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll, dass ihr euer Leben eingesetzt habt, um mich und meine Kinder zu retten. Trotzdem werden wir uns heute trennen, nicht wahr? Wir haben beschlossen, dass unsere Mutter der Recht hat. Wir werden gehen. Und wisst ihr auch, warum? Weil die Maya auch alleine herumfliegt und keine Angst hat. Und wenn wir drei erst noch eine Weile zusammenbleiben, werden wir es schon schaffen. Das sehen Sie, Frau Schnecke. Alles wird noch gut. Also, Mutter, wir gehen. Ja, geht nur. Euch wird nichts passieren, wenn ihr nur zusammenbleibt. Euch auch alles Gute. Und schön aufpassen. Ja. Auf Wiedersehen. Die Griechen wie die Schnecken nicht. Wiedersehen.